Herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Mia und Mika. Mein Name ist Diana Wegel und ich zeige dir, wie dein Kind mit Leichtigkeit lesen, schreiben und rechnen lernt. Einiges hat sich verändert und deswegen dachte ich, mache ich heute hier mal dieses kleine Video für dich. Und zwar, was ist neu? Ja, zum einen, meinem Schwager sei Dank, er hat mir geholfen, hier mein Videosetting etwas zu erneuern. Wie du siehst, meine Wand etwas überarbeitet. Ich habe jetzt hier eine Tafel, an der man auch gut arbeiten kann. Und für meine weiteren Videos möchte ich die gerne nutzen. Also nochmal, mein lieber Schwager Andi, vielen Dank, dass du das für mich hier ermöglicht hast. Ja, das ist das eine. Das andere, wenn du mir schon eine Weile folgst, dann wirst du es gemerkt haben. Meine Frisur hat sich etwas geändert. Vielleicht weißt du es oder auch nicht. Ich habe eine Behandlung hinter mir. Ich kann sagen, ich habe sie hinter mir. Ich hatte Brustkrebs und hatte den Weg der Chemotherapie, Operation und jetzt im Abschluss die Bestrahlung hinter mir. Und jetzt ist ein schönes Gefühl, jetzt zu sagen, okay, die Zeit liegt jetzt einfach hinter mir. Und deswegen gehe ich mutig voran. Es war nicht so ganz einfach für mich. Hier mit einer Kurzhaarfrisur zeige ich mich nun folgend in meinen Videos. Ja, und was noch neu ist, und das ist jetzt vielleicht etwas interessanter auch für dich. Ich habe ein neues Online-Training entworfen, zu dem du die Möglichkeit hast, dabei zu sein. Und in diesem Online-Training geht es darum, also es hat den Titel Zuhause lernen leicht gemacht. Vielleicht ist es bei dir zu Hause auch mitunter so, dass es nicht so ganz einfach ist, das Lernen zu Hause. Vielleicht macht dein Kind nicht ganz immer so mit, wie du es dir gerne wünschen würdest. Ja, und speziell dafür, jetzt in der nicht so ganz leichten Situation, habe ich dieses Online-Training neu entwickelt und zudem kannst du, wenn du möchtest, dich sehr gerne anmelden. Gut, das war's, ein kleiner Einblick. Das ist neu bei Mia und Mika, ein neues Setting, eine neue Frisur und für dich relevant neue Inhalte, bei denen du gerne mitmachen kannst. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen und bis dahin, mach's gut,